Liebe Gemeinde, ich möchte euch herzlich an diesem Sabbatmorgen auch begrüßen. Ich danke Gott, dass wir heute noch die Möglichkeit haben, uns hier zu versammeln, dass wir die Freiheit haben. Das ist ein Vorrecht. Ich weiß nicht, wie ihr die Dinge beurteilt. Jeder hat da ja seine eigene Meinung. Aber ich habe schon den Eindruck, dass sich die Zeichen der Zeit überstürzen. Vor unseren Augen erfüllt sich Prophetie. Wir erleben eine globale Krise, die so weitreichende Folgen hat, wie wir es uns hätten vor einem Jahr nicht träumen lassen können. Diese Krise hat aber auch, zumindest ist das meine Überlegung, durchaus das Potenzial, eine Krise für unsere Gemeinde zu werden. Stellt euch nur mal vor, rein hypothetisch, was passieren würde, wenn demnächst ein Schild am Eingang hängt, Eintritt nur für Geimpfte. Was würde dann passieren? Das, was uns aber als 365 Tage Adventisten am meisten beschäftigen sollte, ist die Frage, was, wenn Jesus doch bald kommt? Bin ich bereit? Und auch wenn wir die Diskussion über die Frage, wie kurz oder wie lange es noch dauern mag, beiseite legen, stellen wir uns doch nur einfach vor, ich stelle es mir deshalb gerade vor, dieses Bild vor, weil ich vor kurzem meinem Sohn, meinem Jüngsten, die Geschichte von Eli vorgelesen habe, wie Eli da vom Stuhl fällt und sich das Genick bricht und dann war es mit ihm. Stellt euch vor, das passiert mit uns, dann ist der nächste Augenblick die Wiederkunft Jesu. Sind wir bereit, unserem Herrn zu begegnen? Wir stehen am Ende eines Jahres und ich denke, dass diese Frage legitim ist. Ellen White empfiehlt uns ja auch jeden Sabbat eigentlich, uns diese Frage zu stellen. Hat uns diese vergangene Woche, hat uns dieses vergangene Jahr näher zu Jesus gebracht? Über diese Bedrohung durch diese weltweite Krankheit, diese Pandemie, einen möglichen Impfzwang mit nicht absehbaren Folgen für die Gesundheit einerseits, aber auch für das gesellschaftliche Miteinander andererseits, könnte man beinahe vergessen, dass Jesus uns ja nicht am eindringlichsten vor Pandemien und Krankheiten gewarnt hat, sondern vielmehr vor falschen Propheten und falschen Christussen. Falsche Propheten sind ja deshalb so gefährlich, weil sie in der Regel das erzählen, was uns gefällt. Petrus würde sagen, das, was uns in den Ohren juckt. Sie erzählen uns das, was unserem Naturell am meisten entspricht, was unseren Wünschen, unseren Vorstellungen am nächsten kommt. Den Juden in der babylonischen Gefangenschaft erzählt ein falscher Prophet, es dauert nicht 70 Jahre, sondern nur 2 Jahre. Dieser Prophet hat sogar einen Namen, Hanania. Dem falschen Propheten im ersten Jahrhundert nach Christus erzählt der falsche Prophet, dem Judenchristen im ersten Jahrhundert erzählt der falsche Prophet, ohne Beschneidung gibt es keine Erlösung. Und dem Heidenchristen erzählt der falsche Prophet, du kannst überhaupt nichts zu deiner Erlösung beitragen. Für jeden hat der falsche Prophet ein Rezept. Und das macht den falschen Propheten ja auch so gefährlich. Und die Frage, die ich uns stellen will, ich meine uns als Siebenten-Tags-Adventisten, die wir die Wahrheit haben, können uns falsche Christusse überhaupt gefährlich werden? Sind sie eine Bedrohung für uns? Irgendwelche Christuserscheinungen in irgendwelchen südamerikanischen Fußballstadien, glaube ich, sind keine Bedrohung. Wir kennen die Bibel. Aber was ist mit falschen Lehren und falschen Ideen über die Erlösung? Ich möchte es einmal so formulieren, was ist mit diesen selektiven Erlösungswegen? Das heißt, die bedürfnisorientiert sich an meine Situation anpassen. Das oder jenes, das schaffe ich nicht, das oder jenes kann ich nicht überwinden, also kann oder darf es nicht heilsnotwendig sein. Und wenn ich mir überlege, was vor 30, 40 oder 50 Jahren noch als heilsnotwendig betrachtet wurde, dann ist doch vieles von dem heute nur noch optional. Ich rede sehr plakativ, ich male vielleicht schwarz-weiß,
Aber ich möchte es einfach nur mal zur Diskussion stellen. Der Glaube bzw. die Vorstellung, wie Erlösung funktioniert, bzw. was für Erlösung notwendig ist, wird immer individueller. Es gibt also nicht nur selektives Hören in einer Predigt, es gibt auch selektives Bibellesen. Ich lese einfach das, was mir am besten gefällt. Und in dem, was ich da lese, da sehe ich das, was mir am meisten gut tut. Wir sind stolz darauf, dass wir ein Volk der Bibel sind. Wir kennen unsere Bibel. Wir sollten nicht stolz darauf sein, das ist ein falscher Ausdruck. Aber wir sind gegründet in der Bibel. Wir kennen die Lehren der Heiligen Schrift. Wir wissen zu unterscheiden zwischen Rechtfertigungslehre und Heiligung. Und diese Lehren stehen unumstößlich. Kein falscher Prophet könnte uns davon überzeugen, dass wir zurückkehren müssen zu toten Werken, um uns die Seligkeit zu erarbeiten. Doch manchmal habe ich den Eindruck, und vielleicht liege ich ja hier falsch, aber ich habe den Eindruck, dass beinahe inflationär über Gnade und Liebe gepredigt wird. Das heißt, auch durch das Setzen einseitiger Schwerpunkte findet ja eine Art Selektion statt. Die Frage nach der Erlösung ist aber kein Salatbuffet. Ich kann mir nicht einfach nur das herauspicken, was mir gefällt. Kennen wir noch die Predigten vom schmalen Weg? Kennen wir die Predigt von der engen Pforte? Sie waren schon zu Jesu-Zeiten unpopulär. Wir wissen, wir haben es in vielen Predigten gehört, wir wissen, dass wir Heilsgewissheit brauchen. Und wir wissen auch, dass wir allein aus Gnade gerettet werden, nicht aus Werken, damit sich nicht jemand rühme. Soweit die Theorie. Wie aber funktioniert das mit der Heilsgewissheit in der Praxis? Wir kennen alle diese Predigten, wo die Frage gestellt wird, hast du Heilsgewissheit? In manchen Gemeinden funktioniert das recht gut, in anderen Gemeinden zeigen dann nur ein paar auf, weil sie sich nicht trauen. Für manche ist das geistliche Arroganz zu sagen, ich habe Heilsgewissheit. Wir wissen, in Christus Jesus ist uns das Heil gewiss. Jesus ist unsere Heilsgewissheit. Es ist also zwingend logisch, dass ich in Christus sein muss, damit ich mir meines Heils gewiss sein kann. Aber wie funktioniert das eigentlich praktisch, in Jesus zu bleiben? Da gibt es viele Antworten, da gibt es heute auch viele Bücher, die uns alle sagen, was man tun muss, um in Jesus zu bleiben. Die Standardantwort lautet ja, beten und Bibel lesen. Und dann ist ja noch die Sache mit der Heiligung, ohne die niemand den Herrn schauen kann, sagt der Hebräerbrief. Aber diese Heiligung hat ja etwas zu tun mit meiner Beziehung zu Jesus. Ich, du, wir müssen in Jesus bleiben. Wie geht das? Wie gesagt, es gibt darüber viele Ideen. Ein Schlagwort ist Spiritual Formation, was natürlich für uns nicht in Frage kommt. Aber immer mehr kommen Ideen, wo der Macher wieder im Vordergrund steht. Ich muss das machen, das mit meiner Beziehung zu Jesus. Manche brauchen das, sie brauchen eine Art Checkliste, eine Art Gebrauchsanleitung. Wie viel muss ich beten, wie lange muss ich beten, was muss ich beten, was muss in meinem Gebet vorkommen, damit sie dann das abhaken können. Es ist eher so wie eine Fitness-Challenge, alles muss spürbar und messbar sein. Jesus sagt ja schlicht und ergreifend, höre meine Worte und tue sie. Er sagt auch, bete, bitte, bitte. Bitte mich um Hilfe. Bete ohne Unterlass, wie diese Witwe, die beständig diesen Richter gebeten hat, ihr Recht zu verschaffen. Genauso sollen wir auch Gott bitten, uns beständig in die Abhängigkeit von ihm begeben und sagen, Herr, schaffe du mir Recht. Ohne Unterlass beten ist auch so eine Sache. Da gibt es ja auch viele Ideen darüber, was das bedeutet. Ohne Unterlass bedeutet ja beständig. Was heißt eigentlich beten? Was heißt beständig beten? Ich denke da immer an die Geschichte von Daniel vor der Löwengrube. Der König Darius sagt zu ihm,
O Daniel, der Gott, dem du ohne Unterlass dienst, er möge dich retten. Und die Frage ist ja, worin bestand dieser Dienst ohne Unterlass, den Daniel da Gott gegenüber geleistet hat? War es das dreimal täglich Beten, von dem Darius spricht? Oder war es nicht vielmehr seine Treue, seine Gewissenhaftigkeit, seine Unbestechlichkeit, indem er Gottes Charakter beständig wiedergespiegelt hat? Wie betet man richtig? Was muss man beten? Wie oft muss man beten? Funktioniert Gebet nur dann, wenn ich 10 Minuten lobe, 10 Minuten danke und dann 5 Minuten bitte? Kommt nur dann das Gebet richtig bei Gott an? Es gibt, wie gesagt, so viele Rezepte und für fast alles gibt es heute Bücher. Uns ist klar, wir brauchen eine Beziehung zu Jesus, zu unserem himmlischen Vater. Aber all die vielen menschlichen Ideen helfen uns nicht wirklich weiter. Sie können uns Gedankenanstöße geben, aber ich denke, wir müssen an die Quelle, wir müssen ihn fragen, was wir tun sollen. Und dazu möchte ich euch einladen, dass wir Matthäus Kapitel 6 aufschlagen. Hier mitten in der Bergpredigt spricht Jesus über das rechte Beten. Und er macht schon hier in Matthäus Kapitel 6, Vers 5 klar, es gibt auch ein falsches Beten. Es gibt ein heuchlerisches Beten. Wenn man nämlich betet, um den anderen zu zeigen, wie gut man ist, das ist bei Gott ein absolutes No-Go. In Vers 6 sagt Jesus dann, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer. Und wenn deine Türe geschlossen ist, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, der wird dir vergelten. Jesus spricht hier also zuerst einmal darüber, in welcher Haltung wir Gott begegnen sollen. Was für eine innere Einstellung wir brauchen. Nicht zur Show, nicht um uns oder jemand anderem etwas zu beweisen, sondern weil wir die Beziehung mit unserem himmlischen Vater suchen. Ich finde diesen Textabschnitt deshalb so faszinierend, weil wir eben so viele Ideen, menschliche Ideen über das Gebet kennen und gehört haben in unserem Glaubensleben. Aber hier spricht Gott selbst. Hier spricht Jesus darüber, wie er sich wünscht, dass wir mit ihm, mit dem Vater kommunizieren. Und in welcher Haltung wir ihm begegnen sollen. Jesus sagt dann weiter in Vers 7, und wenn ihr betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater im Himmel weiß, was ihr benötigt, noch ehe ihr ihn bittet. Betet ihr nun so, unser Vater. Und schon bei diesen ersten zwei Worten, unser Vater, möchte ich innehalten und einfach die Frage stellen, warum sagt Jesus hier nicht mein Vater? Es ist doch ein persönliches Gebet, das ich in meinem Kämmerlein spreche. Warum unser Vater? Will uns sollen uns diese zwei Worte bewusst machen, dass alle anderen, alle, auch die, die ich nicht mag, auch die ich nicht riechen kann, auch die, für die ich nichts übrig habe, dass sie alle meine Brüder und Schwestern sind und unser himmlischer Vater, Vater all dieser Menschen ist? Gleich geliebt vom Vater. Unser Vater, der du bist in den Himmeln. Gott ist oben, wir sind unten. Unsere Perspektive ist begrenzt. Gott aber sieht alles. Das heißt, er sieht in das Herz jedes Menschen, egal wo dieser Mensch sich auf diesem Globus befindet. Und er kennt die Motive des Menschen. Viele Streitigkeiten, viele Zwistigkeiten entstehen, weil wir Motive vermuten. Wir glauben, wir wüssten, was für Motive der andere hat. Aber dieser eine Satz hier soll uns auf den Boden der Tatsachen bringen. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, du allein weißt, was in dem Herzen meines Nächsten ist. Geheiligt werde dein Name. Er allein ist heilig. Er allein ist gut. Und dann kommt in Vers 10 die Bitte, dein Reich komme. Was ist das für ein Reich? In meiner Elberfelder steht die Anmerkung,
deine Königsherrschaft. Von welchem König reden wir? Von Jesus Christus. Und wer ist er? Er ist doch der Friedefürst. Das heißt, wir reden von einem Friedensreich. Wir haben heute in der Sabbatschule von diesem Friedensreich gesprochen, wo es kein Leid, kein Schmerz, keine Trauer, kein Geschrei mehr geben wird. Wir bitten hier um ein Friedensreich. Dein Friedensreich komme. Und dein Wille geschehe im Himmel, so auch auf Erden. Und was ist der Wille Gottes? Wir kennen doch den Willen Gottes. Paulus sagt es zu Timotheus im 1. Timotheus 2, Vers 4. Er will, dass alle Menschen gerettet werden. Er will, dass keiner verloren geht. Er will, dass auch der gerettet wird, den ich nicht mag. Er will, dass der gerettet wird, mit dem ich Streit habe. Er liebt sie nämlich alle. Und dann kommt dieser Satz in Vers 11, unser tägliches Brot gib uns heute. Und ich finde es faszinierend, dass wir, bevor wir noch um die Vergebung unserer Schuld bitten, um unser tägliches Brot bitten dürfen. Und ich denke da an die Geschichte von Elia, nachdem er da auf dem Berg Karmel Wunder erlebt hat, wie Gott Feuer vom Himmel fallen lässt. Und dann bricht er in sich zusammen, weil er die Nachricht bekommt, dass Isabel ihm nach dem Leben trachtet. Und er möchte sterben. Und Gott geht nicht sofort mit ihm ins Gericht, sondern er gibt ihm erstmal Essen. Er lässt ihn essen, weil er weiß, Elia kann jetzt gerade nicht vernünftig denken. Der kann seine Schuld nicht einsehen, weil er Hunger hat. Gott ist so vernünftig mit uns, er ist so realistisch. Ich bewundere das. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schulden. Vergib uns dieses Darlehen, das wir aufgehäuft haben durch unsere Sünden, das wir niemals imstande sind, zurückzuzahlen. Vergib es so, wie wir auch unseren Schuldnern vergeben haben. Vergib uns in dem Maße, wie wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und wir merken, dass wir hier Gott gegenüber in einem Schuldverhältnis stehen, nämlich so an unserem Nächsten zu handeln, wie Gott an uns gehandelt hat. Und dann kommt die Bitte und führe uns nicht in Versuchung. Bewahre du uns vor den falschen Christussen, bewahre du uns vor den falschen Propheten, bewahre du uns davor, dass wir auf unseren eigenen Wegen gehen. Führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Und in manchen Übersetzungen, manchen Handschriften steht ja dann noch, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Aber Jesus ist mit der Belehrung über das Gebet scheinbar nicht zu Ende, obwohl das Gebet abgeschlossen ist. In Vers 14 sagt Jesus dann, denn wenn ihr den Menschen ihre Vergehungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Und damit es ganz klar wird, sagt er dann in Vers 15 noch einmal, wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euer Vater eure Vergehungen auch nicht vergeben. Warum ist Jesus das so wichtig? Ellen White sagt in dem Buch Christ Object Lessons in Kapitel 19, wer nicht zur Vergebung bereit ist, braucht sich keine Hoffnung zu machen, dass ihm selbst vergeben wird. Jesus kennt unseren Feind. Und ich glaube, wir vergessen manchmal, dass wir einen Feind haben. Einen Feind, der es darauf abgesehen hat, den Überrest, die kleine Herde, endgültig zu zerstreuen. Er hat es sich zum Ziel gesetzt, jeden von uns in die Knie zu zwingen. Und in dem Buch Der große Kampf von 1884 lesen wir aus etwas, was er sagt. Er sagt nämlich, wir müssen Verwirrung und Zwiespalt verursachen. Wir müssen durch Sorgen ihre eigenen Seelen zerstören und sie dazu bringen, einander zu kritisieren, zu richten, zu beschuldigen und zu verurteilen. Und Selbstsucht und Feindschaft erhalten.
Wegen dieser Sünden, wegen welcher Sünden? Kritik, richten, beschuldigen, verurteilen. Selbstsucht und Feindschaft. Wegen dieser Sünden, sagt der Feind, verbannte Gott uns von seinem Angesicht und alle, die unserem Beispiel folgen, wird ein ähnliches Schicksal erleiden. Vergebung ist also ganz elementar. Ich möchte mit euch Galater Kapitel 5 aufschlagen. Galater Kapitel 5. Ein uns, denke ich, wohlbekanntes Kapitel. Und Paulus sagt hier in Vers 19, Galater 5, Vers 19, offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Von diesen sage ich euch im Voraus, so wie ich vorher es sagte, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Es geht hier also um etwas ganz Elementares. Es geht nicht um etwas, was optional ist. Wenn ich es schaffe, dann schaffe ich es, und wenn ich es nicht schaffe, dann wird es auch irgendwie gut gehen. Nein, das funktioniert so nicht. Wir alle, glaube ich, haben Probleme oder haben mehr oder weniger Probleme zu vergeben. Manchmal macht man sich das gar nicht bewusst, aber man merkt vielleicht, dass Dinge in einem wieder hochkommen, dass etwas wieder hochkocht, dass etwas einen wurmt und man nicht wirklich Frieden hat, auch wenn man gesagt hat, ich habe dir vergeben. Und ihr kennt das sicherlich auch, dass ihr jemanden etwas angetan habt und euch entschuldigt habt und derjenige dann gesagt hat, ja, ja, passt schon. Aber dieses ja, ja, passt schon, das gibt keine Sicherheit, ob er einem wirklich vergeben hat. Ich war lange Jahre in einer Gemeinde in Deutschland, eine wunderbare Gemeinde, und ich bin dankbar für alle die Geschwister, die ich dort kennenlernen durfte. Es war eine wunderbare Gemeinde auf den ersten Blick, und auf den zweiten Blick war es eine schwierige Gemeinde. Es gab dort Geschwister, da ist mal in der Vergangenheit 10 Jahre zuvor etwas vorgefallen, und dann genügte ein falscher Blick, ein falsches Wort, eine falsche Äußerung, und der ganze Vulkan konnte wieder ausbrechen. Das, was schon längst vergessen, 100-mal vergeben war, kam wieder zum Vorschein. Und das passiert sogar in Familien. Man sagt ja, an Weihnachten streiten sich viele Familien. Da brechen dann all diese Frustrationen auf. Ich kenne zwei Geschwister, lieb, wunderbare Menschen. Aber da ist eine Geschichte, eine kleine Geschichte. Es dreht sich um ein Kleidungsstück. Die Geschichte hat sich 30 Jahre zuvor zugetragen. Aber jedes Mal bei einer Diskussion, bei einem kleinen Streit, bricht diese alte, 30 Jahre alte Geschichte wieder auf und wird aufs Tablett geschmiert. Und die andere, die den Schaden verursacht hat vor 30 Jahren, steht sprachlos vor dieser Sache und sagt, du hast mir das doch vergeben. Ja, aber. Es ist ein echtes Problem, oder es kann ein echtes Problem sein, und es ist ein Problem, und das muss uns bewusst werden, dass sich der Feind zunutze macht. Es ist ein wunderbarer Angriffspunkt, wo er immer wieder einhaken kann. Wir hatten vorhin ja in der Bergpredigt gelesen, und wenn wir den Anfang der Bergpredigt uns anschauen, da wird uns ja gesagt, sagt Jesus uns, glückselig sind die Armen im Geist. Das sind die, die ihre eigene Sündhaftigkeit erkennen und die ihre eigene Armut erkennen, nicht ihre materielle Armut, sondern ihre geistige Armut. Ihrer ist das Reich der Himmel. Glückselig sind die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Die, die über ihre eigene Sündhaftigkeit trauern. Die Sanftmütigen, sie werden das Land erben. Die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten,
sie werden gesättigt werden. Die, die Barmherzigkeit üben, ihnen wird Barmherzigkeit widerfahren. Die, die reinen Herzen sind, werden Gott schauen. Und die Friedensstifter, sie werden Söhne Gottes heißen, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Ihrer ist das Reich der Himmel. Und um auf Galater noch einmal zurückzukommen, wir haben die Werke des Fleisches gerade gelesen, die offenbar sind, sagt Paulus. Aber da gibt es ja auch noch die Frucht des Geistes. Und die Frucht des Geistes ist ja Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. Liebe, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte und Sanftmut. Sechs dieser Attribute hier, die die Frucht des Geistes beschreiben, haben direkt oder indirekt etwas mit der Gabe der Vergebung zu tun. Ich habe eingangs gesagt, dass heute so viel über Gnade und Liebe gesprochen wird. Aber was uns diese Texte zeigen, und das will ich nicht deshalb betonen, um Stress oder Angst zu erzeugen, aber wir wissen, dass der Feind wie ein brüllender Löwe ist und sucht, wen er verschlingen kann. Es gibt keinen bedingungslosen Eingang ins Reich der Himmel. Wir haben heute in der Sabbatschule den Text gehabt, wo Johannes sagt, ihr habt ewiges Leben. Jetzt, weil ihr an den Namen des Herrn Jesus Christus glaubt. Aber in den 5 Kapiteln zuvor oder in den 4 Kapiteln zuvor erklärt Johannes, was es heißt, in Christus zu sein. Er erklärt, was es heißt, an den Namen des Herrn Jesus zu glauben. Es gibt keinen bedingungslosen Eingang ins Reich der Himmel. Es gibt keine billige Gnade. Und es sieht auch nicht danach aus, dass wir unsere Altlasten, die wir mit uns herumtragen, kurz vor der Himmelspforte abladen können. Deshalb sagt Paulus, er fleht zu der Gemeinde der Epheser, betrübt nicht den Heiligen Geist, mit dem ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit, Wut und Zorn sei von euch weggetan. Wenn es nämlich um Vergebung geht, so macht die Bibel uns klar, sind nicht Menschen unser Maßstab, sondern Gott. Und weil ich gerade von Johannes gesprochen habe, möchte ich einen Text aus 1. Johannes Kapitel 2, Vers 6 mit euch lesen. 1. Johannes 2, Vers 6. Da sagt nämlich Johannes, wer sagt, dass er in ihm bleibe, wer also sagt, dass er eine Beziehung mit Jesus hat, wir haben gesagt, wenn ich Heilsgewissheit haben will, dann muss ich in ihm bleiben. Weil nur in Christus bin ich meines Heils gewiss. Wenn ich also sage, wenn ich behaupte, ich habe eine Beziehung zu Jesus, sagt Johannes, der ist schuldig, selbst so zu wandeln, wie er gewandelt ist. Natürlich mögen wir jetzt ausrufen und sagen, das schaffen wir doch gar nicht. Wir sind doch sündige Menschen, wir können doch nicht so sein wie Jesus. Natürlich stimmt das, wir sind nicht Jesus. Aber hat er uns nicht gesagt, mein ist die Macht, mein ist alle Kraft, ich stehe euch zur Seite? Viele von uns kennen, denke ich, diese Vision von Ellen White mit dem schmalen Pfad. Der schmale Pfad wird immer schmäler. Sie sind am Anfang unterwegs mit ihren Fuhrwerken, wo sie ihre ganzen Habseligkeiten mitnehmen. Aber dieser Pfad wird immer schmaler. Und dann wird er so schmal, dass sie doch ihre Fuhrwerke hinter sich lassen müssen und mit den Eseln und Pferden weiter und mit den Maultieren weiterreiten. Aber irgendwann wird das Gepäck auf den Tieren zu breit. Sie stoßen an der Wand an und sie müssen dieses Gepäck abladen. Und irgendwann können sie auch nicht mehr auf den Pferden oder Maultieren reiten und müssen zu Fuß weitergehen. Und dann wird der Weg noch schmaler und schwieriger zu begehen, dass sie ihre Schuhe ausziehen, weil sie merken, sie haben dann mehr Halt auf dem Weg.
Aber auch das genügt nicht, sodass sie dann auch noch ihre Socken ausziehen, um wirklich genau zu spüren, wo sie gehen. Am Ende aber kommen Seile vom Himmel herab, an denen sie sich festhalten. Denn sonst würden sie nicht bestehen auf diesem Weg, er ist zu schmal. Allein diese Seile vom Himmel geben ihnen Halt. Das heißt aber, dass wir unsere Hände frei brauchen. Wir können keinen Ballast mit uns herumschleppen. Wir müssen uns konzentrieren auf diesen schmalen Pfad. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg, fragt König David im Psalm 15. Und er antwortet darauf und sagt, der, der rechtschaffend wandelt und Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen. Er hat nicht verleumdet mit seiner Zunge, seinen Gefährten kein Übel angetan und auf seinen Nächsten keine Schmähung gebracht. Ja, wir haben Heilsgewissheit in Jesus, weil er uns liebt und weil er alles getan hat, um uns Menschen zu retten. Und er liebt uns so sehr, dass er auch für nur einen von uns, und zwar egal für wen von uns, gekommen wäre. Aber es gibt Eintrittsbedingungen ins Himmelreich. Denken wir an die 10 Jungfrauen. Denken wir an das Hochzeitsmahl. Die Bibel sagt, wer überwindet, der soll vom Holz genießen, das in dem Paradiese Gottes grünt. Und so sagt Paulus uns, Gott wird alles ans Licht bringen. Das heißt, wir können vor Gott nichts verbergen. Jesus sagt auch zu den Pharisäern, dass Gott ihre Herzen kennt. Sie glaubten auch, sie könnten vor Gott etwas verheimlichen. Das ist also etwas ganz Realistisches. Das ist nicht nur etwas, was vielleicht vor 2000 Jahren stattgefunden hat. Das kann auch uns betreffen, dass wir in dieser Illusion leben, es wäre alles in Ordnung, aber in Wirklichkeit verbergen wir etwas in unserem Herzen. Wir können Gott nichts vormachen. Und wir können uns offensichtlich auch nicht aus der Affäre ziehen, indem wir beten, Vater, vergib mir, dass ich nicht vergeben kann. Diese Escape-Klausel gibt es nicht in der Bibel. Ich möchte mit euch zu Matthäus 18 gehen. Matthäus 18 fängt an mit den Kindern. Interessanterweise. Ich glaube nicht, dass Matthäus seine Geschichten zufällig angeordnet hat. Heinz Scheidinger hat darüber ja eine interessante Predigt gehalten vor nicht allzu langer Zeit. Er hat sicherlich manchmal eben mit einem Augenzwinkern diese Geschichten in dieser Abfolge uns wiedergegeben. Jesus sagt zu den Jüngern, die ja die Frage stellen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel, sagt er, wenn ihr nicht werdet, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, dann werdet ihr nicht in das Reich der Himmel hineinkommen. Punkt. Was heißt denn das jetzt? Ich habe die Frage meinen Kindern gestern gestellt. Heißt es, dass wir als Erwachsene genauso wild und ausgelassen sein müssen wie ihr und genauso frech und unerzogen? Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Meint Jesus das? Was ist die Eigenschaft der Kinder? Es ist vor allem der kleinen Kinder. Ich habe 3 Kinder. Und ich habe bei allen 3 erleben dürfen, wir Eltern machen ja Fehler. Wir sind manchmal ungerecht, wenn wir unsere Kinder schimpfen oder Konsequenzen folgen lassen auf irgendetwas. Wir sind manchmal ungerecht. Aber alle meine 3 Kinder oder alle unsere 3 Kinder haben uns immer vergeben und es uns nicht nachgetragen, es uns nie wieder aufs Tablett geschmiert. Nie wieder. Eine wunderbare Gabe. Kinder können vertrauen und sie können vergeben. Und dann in Matthäus 18 kommt Petrus zu Jesus und ich kann mir vorstellen, dass er von sich überzeugt war, dass er eine ziemlich gute Idee hat. Er fragt Jesus, Herr, wie oft soll ich jemanden vergeben, der an mir gesündigt hat? Soll ich ihm 7-mal vergeben? 7 ist doch eine tolle Zahl, ist eine göttliche Zahl. Und es ist viel mehr, als die Pharisäer und die Sadduzäer sagen.
bei denen war nach dreimal Schluss. Aber Jesus sagt, nein, Petrus, nicht siebenmal, sondern 70-mal siebenmal. Eine unvorstellbare Zahl. Das wäre ja mathematisch durchgerechnet 490. Und interessant, dass das ja auch mit der Zahl 490 Jahre der Gnadenzeit für Israel nach der babylonischen Gefangenschaft korrespondiert. Es ist die Gnade Gottes, die hier ausgedrückt wird mit dieser Zahl. Wir sollen also diese Gnade an unseren Mitmenschen erweisen, die Gott an uns erweist. Und dann erzählt Jesus diese Geschichte von einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und da wird ein Knecht zu ihm gebracht, der hat 10.000 Talente bei ihm Schuld. Eine unvorstellbare Summe, es entspricht 60 Millionen Tageslöhnen. 60 Millionen Tageslöhnen. Er bräuchte dafür 192.307 Arbeitsjahre, um das zu bezahlen. Er müsste also, wenn man das in Arbeitsleben umrechnet, 3.496 Mal auf diese Erde kommen können. Es ist nicht bezahlbar. Heute entspricht das ungefähr einer Summe von 6 bis 10 Milliarden und nur so als Randnotiz ist es doch erschreckend, dass es heute so viele Menschen gibt, die das aus der Portokasse bezahlen könnten, wenn das eine Geldschuld wäre. Es ist ja keine Geldschuld, es ist ja ein Gleichnis. Im Jahre 2020 gibt es 2095 Milliardäre und 42 Milliardäre von ihnen besitzen so viel wie die halbe Welt. Eine unglaubliche Ungerechtigkeit. Aber das soll keine sozialpolitische Predigt sein. Jesus erzählt weiter. Dieser Knecht hat also eine unbezahlbare Schuld und der König kommt zu dem Schluss, er muss verkauft werden, seine Frau, seine Kinder und sein ganzes Habe, damit in irgendeiner Form zumindest ein Teil dieser Schuld beglichen werden kann. Und dieser Knecht fällt nun nieder und bittet den König kniefällig, Herr, habe Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Eine absurde Bitte. Aber wir lesen in Vers 27, der Herr jenes Knechtes wurde innerlich bewegt, gab ihn los und er ließ ihm das Darlehen. Und hier sind im Griechischen zwei Worte, die beide eigentlich auch mit Vergebung übersetzt werden können. Das heißt, der Herr jenes Knechtes wurde innerlich bewegt und er vergab ihm, und er vergab ihm die Schuld. Er ließ ihn los und er erließ ihm das Darlehen. Welch eine wunderbare Erfahrung. Aber jener Knecht verlässt den Palast des Königs und auf dem Weg nach Hause trifft er einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare, 100 Tageslöhne schuldig ist. Eine durchaus bezahlbare Summe. Und er würgt ihn und sagt zu ihm, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Und dieser Mitknecht, der fällt nun auch auf die Knie und sagt, bitte, hab Geduld mit mir, ich will es dir bezahlen. Und diese Bitte diesmal ist absolut realistisch. Aber es heißt dann hier in Vers 30, er aber wollte nicht. Er wollte nicht. Sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Und wie gesagt, das ist ein Gleichnis, denn im Gefängnis kann man keine Schulden bezahlen. Aber wir wollen uns an diesen Details jetzt nicht aufhängen. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt. Und sie gingen und berichteten es ihrem Herrn. Da rief der Herr ihn herbei und sprach zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen. 6 Milliarden Euro habe ich dir erlassen. Weil du mich batest, solltest du auch nicht dich deines Mitknechtes erbarmen, der dir 10.000 Euro schuldete? So wie ich mich auch deiner erbarmt habe. Wie gesagt, es geht nicht um Geld. Und es geht auch nicht darum zu sagen, wenn ein Adventist bei einem Adventisten 10.000 Euro leiht, muss er die Schulden nicht mehr zurückzahlen. Und der andere darf die Schuld nicht einfordern. Darum geht es gar nicht. Vers 34. Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war.
So wird auch, sagt Jesus in Vers 35, mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder, und jetzt kommt ein wichtiges Wort, von Herzen vergibt. Nicht, passt schon, ist in Ordnung. Von Herzen vergibt. In Markus sagt Jesus, im Markus-Evangelium, und wenn ihr steht und betet, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemanden habt, damit euch euer himmlischer Vater, der in den Himmeln ist, auch eure Übertretungen vergibt. Und in der Bergpredigt sagt Jesus, wenn du eine Opfergabe darbringen willst und dir fällt ein, Moment, da war ja eine Sache mit meinem Bruder, lass die Opfergabe da stehen, geh zurück, bring die Sache in Ordnung und dann bring deine Opfergabe. Das heißt für mich, es gibt eine Sache, die wir uns als Kinder Gottes absolut nicht leisten können, und das ist, miteinander im Unfrieden zu leben. Und ich möchte diese Gedanken beschließen mit dem Wort, das wir als Text zur Predigt gehört haben. Bitte schlagt mit mir auf, Epheser Kapitel 4, Vers 32 bis Epheser 5, Vers 1. Vers 30 und 31 hatte ich schon erwähnt in der Predigt. Wir sollen den Heiligen Geist nicht betrüben, mit dem wir versiegelt worden sind. Wir sollen alle Bitterkeit, Wut und Zorn von uns tun. Und dann sagt Paulus in Vers 32, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Nicht irgendeinen Menschen nachahmen, sondern Gott nachahmen. Wenn es um die Vergebung geht, ist er unser Maßstab. Wir sollen unserem Nächsten, man kann das auch so übersetzen, Gnade schenken, so wie Gott uns in Jesus Christus Gnade geschenkt hat. Und diese Gnade, die Gott uns in Jesus Christus geschenkt hat, ist absolut unverdiente Gnade. Schenkt euch Gnade, so wie Gott euch Gnade geschenkt hat. Möge Gott es uns schenken, dass wir diese Liebe in unserer Mitte üben, damit die Welt erkenne, dass wir seine Jünger sind. Amen.